Yo, Freunde, was geht? Hier ist euer Jenny Hunt und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, also falls ich mich komisch anhöre, tut mir leid. Heute werden wir uns spanisches Militäressen anschauen. Ich weiß nicht, was da drauf steht, aber auf jeden Fall kann ich hier erkennen, dass es noch bis Dezember 2018 haltbar ist. Auf jeden Fall sehr lange. Und ansonsten kann ich es leider nicht lesen, aber ich bin mir sicher, der eine oder andere von euch kann Spanisch. Also, falls ihr Lust habt, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was das hier alles bedeutet. Übrigens steht es hier auch auf Englisch. Oh Mann, das ist mir erst jetzt aufgefallen. Naja. Gut, ich bin schon sehr gespannt, was da drin ist. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen klein aus, aber ist sehr schwer. Und ich würde mal sagen, wir machen es auf. Dazu benutze ich mein Lieblingsmesser. Link dazu ist in der Beschreibung. Übrigens habe ich schon echt lange kein Messervideo mehr gemacht. Wenn ihr wollt, dass ich mal wieder ein Messervideo mache, dann lasst einen Daumen hoch da. Und bei 10.000 Likes werde ich ein neues Messervideo machen. Aber jetzt machen wir mal erstmal das MRE auf. So, übrigens lässt es sich auch so sehr gut öffnen. Und was haben wir da drin? Einen schönen Karton. Alles sehr gut verpackt. Wirklich sehr, sehr kompakt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da viel drin ist. Aber irgendwie muss man damit ja 24 Stunden durch den Tag kommen. Machen wir erstmal auf. Und da haben wir erstmal eine Auflistung, was alles drin ist. Und sogar auf Englisch. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Und hier steht auch, dass man hier irgendwie dieses Ding da, wie man das benutzt, eine kurze Anleitung. Ist bestimmt irgendwie so ein Kocher. Und schauen wir uns mal das erste Päckchen an. Was ist das? Ich kann es leider echt nicht lesen. Aber ich denke mal, das ist Getränkepulver. Ich bin mir zwar nicht sicher. Ich mache es gerade mal auf und dann schauen wir uns das Ganze an, ob es wirklich Getränkepulver ist. Aber das müsste auf jeden Fall Getränkepulver sein. Und zieht euch das rein. Okay. Vielleicht ist das auch eine Suppe. Es sieht eher aus wie eine Suppe. Jawohl, das ist echt eine Suppe. Die werden wir uns nachher erstmal machen und dann auch reinziehen. Schauen wir mal weiter. Übrigens, schaut euch das mal an. Es sieht sehr militärisch aus, das ganze Zeug. Was ist das? Irgendeine Creme. Es ist echt schlecht, dass ich hier nicht verstehe, was das ist, weil nicht, dass ich irgendwie was Giftiges esse oder so. Aber auf jeden Fall ist das irgendeine Creme oder vielleicht ist das auch Seife. Ich weiß es nicht, Freunde. Falls ihr mal voll Spanisch kann er mir das mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich mache es mal auf und wir schauen es uns mal an. Ich presse das ganze Zeug hier mal ein bisschen raus. Und okay, das ist irgendeine Creme. Feuchtigkeitscreme. Ich habe echt keine Ahnung, was das für eine Creme ist. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass hier sowas drin sein wird. Ich rieche mal dran. Oh, Zahnpasta ist das. Das ist Zahnpasta. Riecht auf jeden Fall nach Zahnpasta. Da ist einfach Zahnpasta drin. Echt krass. Also ich finde, Zahnpasta braucht man draußen jetzt nicht unbedingt, aber kann ja auch nicht schaden, wenn man sich mal die Zähne putzt, ne? Wir haben da einfach Zahnpasta. Das finde ich irgendwie witzig. Mal schauen, was sich da drin noch so befindet. Was ist das? Das sind Streichhölzer. Machen wir die mal auf, mal gucken, ob die auch aus Pappe sind. Jawohl, die sind auch aus Pappe, genauso wie bei dem MRE aus USA. Übrigens habe ich welches aus Russland bestellt, aber da dauert der Versand irgendwie so lange und ich hoffe, es kommt überhaupt noch an. Aber auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt, was in dem russischen Paket so drin sein wird. Auf jeden Fall sind das ganz normale Streichhölzer. Ich kann gerne noch mal eins anmachen und euch das zeigen. Ich denke mal, die sind genauso wie aus dem von USA. Und jawohl, geht ein bisschen schwer an, aber wenn es an ist, brennt es sehr gut. Streichhölzer, ich habe es letztes Mal schon gesagt, finde ich auf jeden Fall sehr nice, sehr praktisch. Kann man leicht Feuer machen, sollte auf jeden Fall meiner Meinung nach drin sein. Und jetzt wird es hier erstmal stinken, aber kein Problem. Dann haben wir hier noch ein kleines Päckchen und ist das jetzt auch Desinfektion, Desinfektante, Desinfektante. Das ist bestimmt Desinfektionszeug. Fühlt sich auf jeden Fall an wie eine Creme. Ich werde das auch mal aufmachen und wir werden mal dran riechen. Wo macht man das auf? Da oben, oder? Ist eigentlich egal, wo man es aufreißt. Schauen wir es uns mal an. Ich denke mal, das wird durchsichtig sein. Jawohl, ist durchsichtig. Ich rieche mal dran. Boah, riecht sehr streng. Auf jeden Fall sehr, sehr streng. Nice. Also da sind auf jeden Fall schon mal andere Sachen drin als in den MREs zuvor. Echt krass. Was haben wir hier? Das ist, ach so, ich weiß, was das ist. Das ist Esbit. Das zündet man an, dann brennt das richtig lange. Ist hier auch so ein Teil dabei, wo man dieser Kocher hier, Esbit-Kocher heißt das, wie auf diesem Bild hier abgebildet. Dieses Teil, das legt man dann irgendwie so da drunter oder wie auch immer und dann kann man sein Dosenfutter hier warm machen. Hier haben wir die erste Dose. Da steht drauf, irgendwas mit Filets de Caballa, was weiß ich. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welches Menü ich bestellt habe. Menü 3 ist es, aber was das ist, kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern. Vielleicht steht es ja auch hier nochmal auf Englisch da und ich kann das übersetzen.
Auf jeden Fall haben wir hier irgendein Fleisch und Soße. Dann, was das ist, keine Ahnung. Und was das ist, weiß ich auch nicht. Das sind Piers. Sind das Pflaumen? Und hier haben wir eine vegetarische Instant-Suppe. Das ist diese hier. Da bin ich schon gespannt, ob die genauso schmeckt wie so ein Maggi-Teil. Und das hier sollte auf jeden Fall Fleisch sein. In einer Dose. Ist mir auch neu. Habe ich so bisher noch nie gesehen. Das ist aber auf jeden Fall sehr nice, weil so kann man die erhitzen und da fackelt das nicht ab. Auf jeden Fall nicht so ein Erhitzungsbeutel, wo Wasser reinkommt, wie in den zwei MREs zuvor, sondern einfach so ein Espezeug, was man anzündet. Das werde ich euch auf jeden Fall noch im Laufe des Videos zeigen. Dann haben wir hier noch eine Dose und diese Dose, ich wollte gerade sagen, kann ich nicht öffnen. Was ist das denn? Ich kann es leider nicht lesen. Ja, lesen kann ich es, aber ich kann es nicht entschlüsseln. Aber kein Problem. Machen wir das Ganze mal auf. Oh, da kam mir schon ein bisschen Wasser entgegen. Zum Glück habe ich es nicht runterlaufen lassen. Und wir haben da... Ja, ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall irgendeine Art Obst. Ich werde es nachher mal rausholen. Oder ich hole es gleich mal raus. Gabel ist am Start. Teller ist auch am Start. Holen wir erstmal raus. Und es sieht aus wie eine Birne. Also Pierce heißt wahrscheinlich auf Deutsch Birne. Und... Ja, sieht ganz normal aus, wie diese Birnen bei uns aus dem Aldi, aus den Dosen. Werde ich gleich mal probieren und dann sage ich euch, wie die schmecken. Boah, sind auf jeden Fall sehr süß. Ich weiß nicht, ob die noch nachgezuckert wurden oder ob die wirklich so süß sind. Schmeckt nach Birne, schmeckt genauso wie aus der Dose aus dem Aldi. Kann ich mich nicht beschweren. So, gucken wir mal, was wir in der zweiten Dose haben. Steht da das gleiche drauf wie auf der anderen? Das weiß ich nicht. Kann ich jetzt auch nicht mehr prüfen, weil ich die andere Dose nicht umdrehen kann. Aber ich mache die einfach mal auf. Und dann werden wir schon sehen, was da drin ist. Nee, hier befindet sich was anderes drin. Und zwar ist hier Fleisch. Und Freunde, das sieht überhaupt nicht lecker aus. Das sieht ganz und gar nicht lecker aus. Ich riech mal dran. Boah. Riecht auf jeden Fall nach Dosenfutter und sieht aus wie Katzenfutter. Noch schlechter. Noch schlechter als Katzenfutter. Werde ich aber auf jeden Fall auch nochmal probieren. Schauen wir erstmal, was da noch drin ist. Also das sollte auf jeden Fall... Oh, hier steht Vitamin C. Also das ist wahrscheinlich Getränkepulver. Wir schauen uns das mal an. Hoppla, auf der anderen Seite reißt man das auf. Zieht euch das rein. Und ja, sieht aus wie, ganz ehrlich, es sieht aus wie Koks. Also ich habe Koks in meinem Leben noch nie gesehen. Aber ich stelle mir vor, dass Koks so aussieht, wenn die Kamera mal fokussieren würde. Würdet ihr es auch sehen? Warum fokussiert die Kamera nicht? Sie erkennen das einfach nicht. Naja. Weißes Pulver, ich denke, das ist Getränkepulver. Ich hole mal ein Glas und dann werden wir das mal mischen und gucken, welche Farbe das dann bekommt. So, Glas Wasser ist am Start. Einfach mal reinkippen das Zeug. Riecht nach Zitrone. Ich werde gleich auch mal einen Schluck probieren. Wisst ihr, wie es riecht? Wie so eine heiße Zitrone oder wie so eine Magnesiumtablette, diese 30 Cent Dinger aus Kaufland oder so, diese runden Brausetabletten, die man ins Wasser reinschmeißt. Ich probiere es mal. Ja, schmeckt sehr zitronig, erinnert mich auf jeden Fall an Iso. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde das hier jetzt erstmal probieren, obwohl es so eklig aussieht, aber ich muss es einfach probieren. Vielleicht schmeckt es ja gar nicht so eklig, wie es aussieht. Ich hole mal ein Stückchen raus. Es ist auch nicht warm, aber naja, das wird schon gehen. Das wird schon funktionieren. So schlimm kann es ja nicht sein. Schaut euch das mal an. Lecker, lecker. Okay, Freunde, das schmeckt nicht gut. Das schmeckt überhaupt nicht gut. Ich habe zwar Katzenfutter noch nie in meinem Leben probiert, aber irgendwie stelle ich mir den Geschmack von Katzenfutter genau so vor. Jo. Schauen wir mal, was sich in dieser kleinen Dose hier befindet. Also, das ist echt nicht gut, wenn man nicht lesen kann. Also, wenn man nicht verstehen kann, was da drauf steht. Da, wow, da kommt es mir schon entgegen. Und wir haben hier einen Brotaufstrich. Also Wurst, Pastete. Lecker, probiere ich auch gleich mal. Und die schmeckt ganz normal. Ganz normale Leberwurst. Schmeckt sehr würzig. Ist sehr lecker. Die ist echt gut. Was haben wir hier noch alles drin? Ganz viele verschiedene Tütchen. Ich hole alles mal raus. Und jawoll, hier ist dieser Espit-Kocher. Den kann man dann falten. Das werden wir zum Schluss machen. Richtig nice, dass er auch dabei ist. Hätte ich echt nicht gedacht. Und dann werden wir auf jeden Fall ausprobieren, wie das funktioniert. Dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal ein paar Servietten, ein paar Tücher. Hole ich auch mal raus. Ganz normale Tücher. Nochmal eine Folie drin gehabt, dass sie nicht nass werden, falls es regnet oder so. Richtig gut. Dann haben wir hier, das müsste ein Kaugummi sein, falls ich mich nicht täusche. Und, ist es ein Kaugummi? Hoppla.
das ist ein Kaugummi, das ist ein verdammt großer Kaugummi. Also anstatt, dass sie da zwei reintun oder so, tun die einfach so einen riesigen Kaugummi rein. Dann haben wir hier zwei kleine Tablettchen und das müssten Chlortabletten sein. Also ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall müssten das so zwei Chlortabletten sein. Falls man Wasser oder so findet, kann man die da reinschmeißen und dann wird das Wasser irgendwie aufbereitet und man kann es dann halt trinken. Ich riech mal dran. Okay, es riecht nach gar nichts, aber es müssten meiner Meinung nach Chlortabletten sein. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Falls ihr das hier lesen könnt, halt andere Seite. Falls ihr das hier lesen könnt und versteht, dann könnt ihr mir das auch mal in die Kommentare schreiben. Gut, was haben wir hier noch? Polvo, was soll das denn sein? Ah, auch Getränkepulver, hier steht Vitamin C, also wird höchstwahrscheinlich auch Getränkepulver sein. Dann haben wir hier nochmal Getränkepulver und dann haben wir hier nochmal Getränkepulver. Viermal, nicht schlecht, also Vitamine hat man hier in diesem MRE auf jeden Fall genug. Okay, Freunde, ich würde mal sagen, die Suppe, die machen wir jetzt und danach werden wir hier dieses Zeug ausprobieren. Hier ist meine Lieblingstasse mit Katzen, wurde mir mal geschenkt und Wasserkocher ist auch am Start in einer sehr männlichen Farbe. Ich würde mal sagen, die Suppe tun wir da rein. Oh, da sind sogar kleine Stückchen drin, also hier kleine getrocknete Brotwürfel. Dann ein bisschen Wasser. Jawohl. Und das Ganze mit der Gabel verrühren. Und Freunde, das sieht aus wie eine ganz normale Tütengemüsesuppe. Solange das jetzt abkühlt, gehen wir raus, bauen den S-Bit-Kocher auf und probieren das Ganze mal anzuzünden. Okay, tut mir leid, wenn der Geräuschpegel hier ein bisschen lauter ist, aber ich habe eine richtig dicke Baustelle vor der Haustür und die wird noch so ungefähr einen Monat lang andauern. Ist auf jeden Fall sehr nervig. So, hier haben wir das Blech, das muss gefaltet werden und zwar müssen diese zwei Seiten nach unten. Das wären nämlich die Füße und der Rest muss nach oben und das wird dann sozusagen da kommt das S-Bit rein oder der S-Bit, wie man das auch mal nennt. Ich weiß auch gar nicht, wieso das S-Bit heißt. Kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, aber das gibt es auf jeden Fall bei der deutschen Bundeswehr auch. Hoppla, jetzt habe ich das falsche hochgebogen. Ist ein ganz einfaches System. So wird das aufgebaut. Dann kommt da einfach so ein Teil da rein. Erinnert mich immer an Kaminanzünder. Und die Dose wird oben drauf gestellt und sozusagen dann erwärmt. Ganz einfach, ganz leicht. Und ich würde mal sagen, das machen wir jetzt. Aber bevor ich das erwärme, will ich erstmal wissen, was da überhaupt drin ist. Deswegen mache ich das kurz auf. Und was haben wir da? Da haben wir Fisch oder was? Ja. Das ist wirklich Fisch. Ich denke, den könnte man auf jeden Fall so essen. Das andere Fleisch, ich denke, ich hole lieber das andere Fleisch zum Erwärmen. Die Dose, die passt auf jeden Fall perfekt hier drauf. So sieht das Ganze aus. Und jetzt zünden wir das alles mit einem Streichholz an. Das Teil ist an. Man sieht es kaum brennen. Auf jeden Fall sieht es so aus, als wenn es sehr langsam und ruhig brennen würde. Das ist sehr gut, denn so hat die Dose lang genug Zeit, um warm zu werden. Jetzt brennt es auf jeden Fall ein bisschen stärker und es war gerade ein heftiger Windstoß da. Es ist nicht ausgegangen, das ist auf jeden Fall sehr gut und ich glaube, ich hätte die Dose nicht aufmachen sollen. So, ich habe das Ganze jetzt mal ausgemacht. So sieht es aus. Oh, ist noch ein bisschen heiß, aber auf jeden Fall kann man das dann wieder zusammenklappen, einstecken. Sehr kompakt, sehr nice. Gut, Freunde, das war das spanische Meal Ready to Eat. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass da kein Brot dabei ist, weil auf was soll ich denn hier den Brotaufstrich machen? Ansonsten finde ich es echt nice von den Mahlzeiten her. Fisch und dieses Fleisch halt, es hat nicht so gut geschmeckt, aber ist auf jeden Fall nahrhaft. Ein bisschen Obst finde ich auf jeden Fall sehr simpel und schlicht gehalten, aber trotzdem zweckmäßig. Und ansonsten fand ich das S-Bit und den S-Bit-Kocher richtig nice, richtig cool, um Feuer zu machen und auf jeden Fall, um seine Mahlzeit zu erwärmen. Es hat mich auch überrascht, dass in diesen kleinen Karton so viel reinpasst. Ansonsten hoffe ich, dass das russische Meal Ready to Eat bald ankommt. Ich bin schon gespannt, was da drin ist. Ich werde jetzt meine Gemüsesuppe hier trinken, denn Gemüsesuppe, ich glaube, das ist gut bei Erkältung. Das war's mit dem Video. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Liebe Grüße gehen raus an Talha, Clash GmbH, Finn Lennartz, Lasse Schröder und Leon Länger. Hier könnt ihr euch noch zwei coole Videos anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hab euch lieb. Euer Johnny Hunt.